Ich bin Johann Loop und heute ist ja wieder mal ein richtig spannender Mit-YouTuber dabei und zwar Luki. Wie krass bist du denn? Streichel mich. Und zwar hockt er gerade unter dem Tisch. Heute war ja der letzte Tag in der Schule, in der Grundschule. Und es war ein echt toller Abschied. Die dritten Klassen haben eine Theateraufführung für uns gemacht und das war echt toll. Und dann haben die noch einen Lami-Kugelschreiber geschenkt bekommen. Hier, den zeige ich euch jetzt mal. Hier. Und auch noch ganz, ganz viele Süßigkeiten. Süßigkeiten müssen immer dabei sein. Aber leider darf ich sie nicht essen. Denn heute esse ich 24 Stunden nur schwarzes Essen. Ich freue mich schon auf die richtig leckeren, saftigen, schwarzen Sachen. Wie zum Beispiel... Schwarze Ehrenschokolade? Nein! Okay, aber ich habe es mir ausgesucht, also gehe ich jetzt erstmal einkaufen. Und diesmal nehme ich euch mit, trotz Corona. Hi! Ich bin jetzt da, tief in der Quarantänezone. Hallo! Ich hole jetzt ein paar schwarze Sachen. Wir müssen jetzt einmal bei Getränken gucken. Ja. Als erstes zu den gesunden Sachen, denn ich bin natürlich ein gesunder Junge. Naja. Hier. Nein, das ist ja kein richtiges Schwarz. Ich kaufe jetzt wirklich Schwarzes. Ich gucke jetzt mal weiter. Hier. Das sieht sehr schwarz aus. Das nehme ich. Natürlich der Schwarze. Hier. Die sind alle eher braun. Dann nehme ich gleich mal zwei Flaschen. Wuhu! Okay. Oh, da vorne gibt es Cola und Cola ist schwarz. Da, hier ist die Cola. Und rein dafür. So. Ich bin jetzt noch bei den Früchten und ich habe was richtig Cooles entdeckt. Und zwar schwarze Brombeeren. Hier. Boah, welche soll ich mir denn nehmen? Ich nehme mir mal die. So, rein in den Korb. Und dann auch noch schwarze Blaubeeren. Hier. Davon nehme ich mir auch eine. Die hier. So, rein damit. Ich habe hier gerade schwarzen Rübenkraut entdeckt. Hier. Das nehme ich mir auch gleich mit da rein. So. Schwarzbrot. Aber was ist das schwärzeste? Schwarzbrot. Es ist das. Das nehme ich. Ja. So. Hört sich auch ganz, ganz komisch an. Aber ist das schwärzeste Schwarzbrot? Ja. Wow. Ja, danke. Ich habe eben gerade meinen Lehrer getroffen. Das war echt witzig. Ja. Katz. Und. Oh mein Gott. Ab zu den Süßigkeiten. Hier. Ja. Rein damit. Weg, wenn ich treffe. Ja!
mit meinem Einkauf und wir gehen jetzt nach Hause. Und zu Hause zeige ich euch, was ich noch Cooles gekauft habe. Bis gleich! Das hier sind die Sachen, die wir zusammen eingekauft haben. Aber ich habe noch mehr eingekauft. Und die zeige ich euch jetzt. Frische, schwarze Oliven. Und wisst ihr was? Ich mag schwarze Oliven gar nicht. Aber mal gucken, wie sie schmecken. Ich hoffe, sie schmecken nicht eklig. Na, das werden wir gleich sehen. Schwarzer Cola-Wackelpudding. Yeah, der wird lecker schmecken. Den habe ich schon oft probiert. Hier habe ich auch noch schwarze Toblerone. Und jetzt kommt die schwarze Schokolade. Extra schwarze Herrenschokolade. Maximal bitter. Und als nächstes kommt schwarzer Kaviar. Hier, die Fischeier. Die kenne ich auch schon vom Sushis und die schmecken echt lecker. Auf zum Mampfen. Ich möchte als erstes Eistee trinken. Ich freue mich schon auf den leckeren Eistee, denn es ist so heiß. Okay, ist schon mal schwarz. So sieht's aus. Mega lecker. So wie Eistee schmecken sollte. Als erstes esse ich die leckeren Kaviar. Hier. Hier. So sieht's aus. Schwarz. Und jetzt Eiern rein. So. So sieht's aus. Total schwarz. Okay. Probiere ich mal. Okay. Schmeckt nicht so gut wie bei den Sushis, denn bei den Sushis schmeckt es nochmal lecker. Denn hier ist es sehr gesalzen. Und bei den Sushis ist es nicht so gesalzen. Mit dem ganzen Reis schmeckt das wahrscheinlich auch viel, viel besser. Dann nehme ich jetzt das hier. Der Cola-Wackelpudding. Da kann echt nichts passieren. Das ist viel zu lecker dafür. So sieht das aus. Ganz schwarz. Ab auf den Löffel. Und dann... einfach lecker, weil es nach Cola schmeckt. Einfach lecker. So, jetzt haben wir hier schwarze Brombeeren. Ich liebe Brombeeren. Die sind so sauer und gleichzeitig süß. Lecker. Brombeeren sind meine Lieblingsbeeren, aber danach mag ich auch noch Himbeeren und Erdbeeren. Das sind meine drei Lieblingsfrüchte. Letzte Woche habe ich meine neue Schule kennengelernt. Das war auch von der Schule ganz nett gemacht. Trotz Corona haben sie die Vorstellung ziemlich schön gemacht. Und meine neuen Klassenkameraden habe ich auch schon kennenlernen können. Also an dieser Stelle, hallo neue Klassenkameraden. Jetzt esse ich noch die schwarze Toblerone. Hier, die mache ich jetzt da oben auf. Hier ist so ein Zeiger. So sieht's aus. Schwarz. Gut. Die gibt es ja auch in Weiß, da schmeckt sie sehr gut. Aber die habe ich noch nie probiert. Also vielleicht schmecken die sogar besser. Und der schmeckt total lecker. Mit diesen Karamellstückchen drin und der Schokolade. Der schmeckt sogar noch besser als die helle Toblerone. Ich esse gleich noch einen. Lecker. Okay, jetzt bin ich mal gespannt auf den sauren und bitteren Geschmack der Oliven. So viel leckeres Öl noch drin und Kräuter. Hier voller Kräuter und Öl. Okay. Es hat ja total salzig geschmeckt.
und ganz bitter. Oh, das esse ich niemals wieder. Das habe ich bei der letzten Olive auch gesagt. Aber jetzt ehrlich, nie wieder. Jetzt ist mir heiß, ich gehe jetzt schwimmen. Bis gleich! So, man sieht hier, meine Haare sind noch nass. Ich bin nämlich eben ganz, ganz lange im Pool gebadet. So, und jetzt habe ich mal wieder Hunger. Und ich hole mir kurz etwas zu trinken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Zu! Okay, ganz leicht. Oh. Sieht so lecker aus. Hier. So lecker. So lecker. Jetzt habe ich Lust auf Haribo Cola Flaschen. Weil natürlich darf ich meine Cola Flaschen nur die untere Seite essen, denn nur die untere Seite ist auch wirklich schwarz. Okay. Hier. Und jetzt? Genau richtig. Und jetzt der nächste. Boah, schmeckt die lecker. Nur schwarz. Ein bisschen. Cola. Lecker. Ach, meine Haare sind noch ein bisschen nass. Deshalb hält das Gel nicht. Gut, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Highlight. Und zwar ist das die schwarze Herrenschokolade. Ich probiere ja jetzt etwas. Ein bisschen. Ich hoffe, dass es mir schmeckt. Okay, dann riecht nach Schokolade. Okay. Einmal abbeißen. Oh, das schmeckt aber bitter. Also der gerne bitter und Schokolade mag, dem empfehle ich das, aber ich mag das nicht so gern. Viel zu bitter. Das empfehle ich euch, wenn ihr gerade richtig viele süße Sachen gegessen habt. Und zwar... Ist mehr Gemüse! Liken, abonnieren, tschüss!